Denn wenn sie tatsächlich begriffen, warum und wozu sie hier gewesen sein sollen, dann würde dieses Hiersein nicht mehr funktionieren. Warum denn dann überhaupt ein kurzzeitiges Aufklaffen und Erkennen des Tödlichen? Aber das ist ja nicht so. Das Bewusstsein ist nicht so ausgestattet, dass es das Tödliche wirklich erkennen könnte oder denken könnte, begreifen könnte oder daran glauben könnte. Es verunglimpft es, es nimmt es nicht wahr, es verkennt es, es glaubt an die Unsterblichkeit. Das Tödliche ist undenkbar, von nirgendwoher, sagt Lacan oder so ähnlich. Das Bewusstsein ist nicht da zum Erkennen des Wozu, des Seins, der Existenz. Und noch weniger da zum Erkenntnis des Realen, sprich des Tödlichen, sprich des wirklichen Schicksals. Denn es ist nur da, um die Feinmodulation für die Übererfolgreichheit der Aktionen zu verbessern und nicht sie zu konterkarieren. Was, wenn sie wirklich erkennen könnten, was das wirkliche Reale, ihr wirkliches Los, ihre wirkliche Bestimmung, ihr wirkliches Wozu, Wofür, Warum gewesen wäre?